Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder auf der Zielonka im Landwirtschaftssimulator 22. Ihr seht es, der Schnee ist weg, wir sind im März und es kann losgehen jetzt mit der Aussaat. Und als allererstes stehen die Kartoffeln an. So, dazu müssen wir aber erstmal schauen, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass wir auf Feld Nummer 76, wo ich die Kartoffeln ausbringen möchte, da müssen wir anscheinend noch Kalk ausbringen. Das scheine ich wohl vergessen zu haben. Okay, also dann springen wir hier in unseren John Deere. Der hat ja hier... So, hups, das entsprechende Gerät hier angehängt. Da haben wir aber noch Dünger dran oder drin. Und das müssen wir jetzt erstmal ausladen. Und dann haben wir noch 3 Paletten mit Kalk. So. Ja, das steht hier alles ein bisschen wild in der Gegend rum, aber das werden wir dann auch noch verräumen. Okay, also... Dann werden wir erstmal das Feld kalken und während wir das dann kalken, gehen wir mal los und gehen in den Shop, denn wir brauchen ja auch jetzt eine Saatmaschine für die Kartoffeln und ich habe ja das Grimme-Pack installiert. Das heißt, wir werden ein kleines bisschen anders mit den Kartoffeln arbeiten, als es vielleicht gewohnt ist und da werde ich dann auch gleich was dazu sagen. Auch zum Kollegen Sens, den ich beobachte und der hat gestern wieder eine interessante Folge gehabt. Der spielt ja die Zielonka so ähnlich wie ich. Ihm ist da was aufgefallen und das werde ich euch dann später auch noch mitteilen, beziehungsweise darauf werden wir dann auch besonders achten. So. Jo, ich hoffe, das reicht an Kalk. Dann kommt es nämlich auch fort. So, da ist nämlich auch unser Feld. Da müssen wir aber an dem Bach vorbei. Und dann lassen wir den Kollegen hier mal marschieren und fahren zum... Weil hier auf dieses Feld wollen wir eben auch die Kartoffeln ausbringen. Da sage ich auch gleich was dazu. Und zwar werden wir ja generell das Ganze ein bisschen splitten. So, lasst uns mal kurz reinschauen in den Kalender. Denn wir können ja die Kartoffeln jetzt im März ausbringen, aber auch im April. Und damit wir ja so kontinuierlich Material haben, habe ich mir auch gedacht, wir werden eben die eine Hälfte des Feldes jetzt ausbringen und die andere Hälfte erst im April. Dann haben wir nämlich dann auch später im August und September jeweils Material zu ernten. Dann ist es auch nicht ganz so viel und wir können dann auch kontinuierlich unsere Produktionen damit füllen. Okay, also ihn schicken wir jetzt erstmal los. Passt das? Das passt. Okay, und wir schnappen uns, wen schnappen wir uns denn? Wir schnappen uns den Fendt. Und dann holen wir jetzt erstmal eine Saatmaschine aus dem Grimme-Pack. Damit wir dann anfangen können, eben die Kartoffeln auszusäen. Und dazu gibt es eigentlich Folgendes zu erzählen, da ja das ganze System ja in dem Grimme-Pack ein kleines bisschen anders läuft. Das heißt, da gibt es keine Maschine, die praktisch direkt die Kartoffeln aus dem Boden aufnimmt, sondern da wird es dann eine Erntemaschine geben, die eben die Kartoffeln als Schwad ablegt. Und dann haben wir ja die Maschine schon gekauft, die dann anschließend die Schwad eben aufnimmt und bunkert, mit dem man dann abtanken kann. So ist das System ein kleines bisschen anders, aber wir brauchen dann auch eben, auch wenn das Projekt hier Krautschlägel heißt, brauchen wir dann keinen Krautschlägel, um das Kraut vorher zu entfernen. So, hier geht es wieder links rum. Langsam kennt man sich hier aus auf der Map. Ja, mittlerweile haben wir ja auch 3 Trecker hier, 3 Schlepper auf dem Hof. Das entwickelt sich. Ich habe ja in den Wintermonaten noch ein bisschen Aufträge abgearbeitet, Gruppeaufträge. Das hat ganz gut funktioniert. Und somit sind wir jetzt eigentlich gut aufgestellt, was die Finanzen angeht, für das Jahr. So, wir sind jetzt hier beim Händler. Dann schauen wir doch mal kurz rein. Zack. Also,
das Grimme-Pack bzw. die Kartoffeltechnik. So, hier haben wir das Standard-Gedönsen und hier geht's los mit dem Grimme-Pack. Also das sind die zwei Saatmaschinen und wir werden natürlich hier immer ein bisschen größeren Stil einkaufen, denn die Maschine kann anscheinend auch gleich düngen. 1,50 Meter sind im Prinzip zwei Reihen. Und 60 PS stellt also keine große Belastung dar. Das ist praktisch das gleiche in Grün, nur eben ohne Saat bzw. Dünger. So ist richtig, die Saat ist natürlich klar, die muss ja dabei sein. So, und die Maschine werden wir jetzt kaufen. Und das Besondere ist eigentlich in der Konfiguration, dass man jetzt hier hinten anscheinend noch, wobei ich jetzt nicht verstehe, warum das dann Legemaschine heißt, weil für mich sieht es aus, als wenn der einzige Unterschied ja ist. Ah, okay, da ist dann noch irgendwas. Eine Technik. Okay, lassen wir uns einfach mal überraschen. Auf jeden Fall scheint er hier diese entsprechenden Dämme zu machen. Und zu dem Thema Dämme komme ich dann später noch, wenn wir an der Aussaat sind. So, also die Maschine werden wir definitiv so, wie sie ist, kaufen. Okay. Sudele. Achso, und wenn wir schon hier sind, dann zeige ich euch das Ganze noch mit der Aufnahme bei der Kartoffeltechnik, weil jetzt ist es auch folgendes, wir werden auch später dann diese Maschine hier kaufen. Das sind die drei Maschinen, mit denen wir im Prinzip die Kartoffeln dann aus der Erde holen und als Schwart ablegen. Die macht einfach nur eine Schwart, die legt das hinten raus. Bei der gibt es eine Option, dass wir die Schwartablage links und rechts machen können. Ob das dann, ich weiß nicht, dann so funktioniert, dass er dieses Gerät dann auch während der Fahrt umstellt. Also, dass er dann praktisch eine Schwart macht, wenn er vier Bahnen macht. Naja, wie auch immer, das müsste man theoretisch testen. Aber ich persönlich tendiere sowieso zu dieser Maschine, die unheimlich groß aussieht, hinten auch jede Menge Technik hat, sich aber nicht weiter konfigurieren lässt und deutlich mehr PS braucht, nämlich 150 im Gegensatz zu den anderen. Was aber daran liegt, dass diese Maschinen eben mit 8 km/h anscheinend fahren und diese mit 15. Also das heißt, hier sind wir deutlich flotter. Und anschließend fährt man dann eben mit diesem Teil hier übers Feld und nimmt die Schwart wieder auf mit 10 km/h. Also das heißt, wenn die Maschine wird vorne wegfahren und ihre Arbeit machen und die hier dann eben entsprechend das Material aufnehmen mit 6,8 Kubikmeter Bunker, aber auch hier brauchen wir nicht allzu viel PS, 90 PS. Und die Maschine können wir definitiv mit unseren Treckern ziehen. Also die werden wir dann zur Ernte kaufen. So, aber jetzt erstmal geht's in die Aussaat. Gewicht ist dran, ja. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das jetzt läuft. Jupp, das passt soweit. Kurzen Blick, man sollte ja die Kollegen nie alleine lassen. Aber das sieht gut aus. Also er scheint auch fertig zu sein und hat auch wohl gereicht. Sehr gut. Okay. Dann können wir auch im Prinzip... Ah nee, wir müssen ja erstmal Kartoffeln bzw. Saatgut und Dünger aufnehmen. Wir sehen es auch unten rechts. Also hier kann man gleich düngen. Das heißt, wir kommen hier mit einer Fahrt dann praktisch komplett über das Feld. Und dann bin ich auch gespannt, ob sich dann auch, was die Bodenbewertung angeht, hier schon entsprechend was ändert. So, während der Kollege jetzt hier im Tempomat erstmal zum Feld fährt, nehmen wir mal ein Schlückchen Kaffee. Ja, ich habe übrigens vorhin auch mal reingeschaut in die Produktionen, weil das ist mir dann auch eingefallen. Wir können natürlich, wenn wir in die Produktionen schauen, auch sehen, was wir natürlich dann für die einzelnen Sachen benötigen oder nicht benötigen. Und ich plane ja als nächstes die Suppenfabrik zu kaufen. Da war ich eigentlich der Meinung, dass wir definitiv auch Wasser brauchen, um natürlich eine Suppe herzustellen. Aber das scheint jedenfalls nicht der Fall zu sein. Also, wir können mit den neuen Gemüsesorten und Kartoffeln jedenfalls Suppen herstellen und somit sieht es doch relativ gut aus. Dann brauchen wir immer nur die Früchte einwerfen und müssen also nicht jedes Mal auch noch Wasser hinbringen. Also so ist jedenfalls meine Hoffnung, nach dem, was man zu sehen jedenfalls bekommt, was die Anzeige hergibt. Ob das dann wirklich so ist, werden wir dann natürlich dann noch feststellen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Das hier ist eigentlich der Dünger. So.
Und hier haben wir Saatgut bzw. Kartoffeln. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Kollegen hier schon mal losschicken und sind vorbereitet. Jetzt müsste ich gerade noch mal schauen, weil ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, wie viel jetzt eigentlich der Fendt hat. Wartet mal. So, kompakt. Der Fendt hat 140, aber ich bin der Meinung, den könnte man noch ein bisschen pimpen. Dann haben wir hier den Johnny mit 190, also überhaupt gar kein Problem, wenn es dann darum geht, die Kartoffeln dann auch aus dem Boden zu holen. Und 160. Also 140, 160, 190, das sind im Moment die PS-Zahlen und das ist ordentlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hatten wir denn jetzt für eine Bodenbewertung? Wir haben im Moment 76. Und wenn wir also den jetzt hier losschicken, dazu machen wir jetzt auch nochmal die Hilfe an, damit wir auch sehen, wie sich das auswirkt auf den Düngegrad. Okay, das müsste eigentlich so passen. Müssen wir irgendwas einstellen? Automatische Ausbringung deaktivieren, ist natürlich klar. Abdeckung, ach, das ist diese Abdeckung, okay. Nee, sonst haben wir eigentlich nichts. Entladen ist auch klar. Okay, nö, dann können wir eigentlich mit dem Helfer hier arbeiten. Und dann schauen wir uns das mal an. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Oh ja, die Kartoffeln gehen aber zügig raus. Dünger, okay, brauchen wir hier auch kräftig. Dann schauen wir hier mal kurz rein. So, er macht hier diese Dämme und 123 Ertrag sieht gut aus. Also Kartoffeln brauchen ordentlich Stickstoff, 160. Okay, okay. Und Unkraut. Okay, da komme ich jetzt gleich dazu. Nachdem ich hoffentlich den Frosch aus dem Hals bekommen habe. Denn Dämme und Unkraut, das ist das, was der gute Sens festgestellt hat, die letzte Zeit in seiner letzten Folge. Also Hintergrund ist, dass man nicht so genau weiß, also wir müssen jetzt natürlich ein bisschen differenzieren. Hier geht es um die Kartoffeln, wir reden natürlich jetzt von den neuen Feldfrüchten, von den Karottenpastinake und von der Rote Beete. Und auch da kann man ja auf dem Feld diese Dämme mit einer Dammfräse kann man die erstellen. Man muss die aber nicht zwingend erstellen, um eben diese neue Feldfrüchte auszubringen. Und wenn man ohne Precision Farming spielt, und das tun ja die wenigsten, denke ich mal, wenn man ohne Precision Farming spielt, dann sollen diese Dämme, also wenn man eben mit dieser Maschine im Vorfeld drüber fährt, ist ja auch ein zusätzlicher Arbeitsgang im Prinzip. Und wie so immer muss man sich Gedanken machen, will man sich diese Arbeit machen oder nicht? Kostet ja auch Geld, weil man mit der Maschine drüber fährt, Verschleiß und natürlich Zeit. Und da geht es wie gesagt darum, wenn man mit der... was macht er hier? Ah, okay. Naja, also so präzise scheint ja der Helfer hier nicht zu sein, oder? Naja, also, wenn man eben dann diese Dämme erstellt mit den neuen Feldfrüchten, dann soll ohne Precision Farming soll es ja dann praktisch eine Düngestufe sein. Und da muss man nur nochmal eine Düngestufe drüber bringen. Mit Precision Farming war das so ein bisschen offen, was da wohl die Sache ist. Und der gute Sens, den ich an der Stelle grüße, der hat also in der letzten Folge jetzt festgestellt, und das werden wir auch überprüfen mit einem Testfeld, ob das so ist, dass wenn man wohl die Dämme macht, denn die Idee oder beziehungsweise im ersten Moment sah es eben so aus, als wenn das überhaupt nichts bringt mit diesen Dämmen, jedenfalls nicht fürs Spiel, in echt ist es mit Sicherheit ein ganz anderes Thema, aber jedenfalls nicht im Spiel bezüglich Ertragssteigerung oder ähnliches, dass wenn man eben diese Dämme macht, dass es dann so aussieht, als müsste man kein Unkraut haken. Yep. Also das heißt, das werden wir prüfen. Wir werden dann eben, denke ich mal, Karotten hier ausbringen auf einem Feld, die Hälfte mit Damm. Da drüben haben wir ja schon Dämme angelegt.
Ich hoffe, die sind noch da. Ja, hier sind wir nämlich mit der Dampfräse drüber. Dampfräse. Ich tue mich echt ein bisschen schwer mit diesem Wort. Und hier werden wir dann also, ich denke, rote Beete ansäen. Aber auf einem anderen Feld werden wir das dann so machen, dass wir eben die Hälfte mit Dämmen machen und die Hälfte ohne. Und dann soll es so sein, dass da, wo eben keine Dämme gemacht wurden, es Unkraut geben wird. Und das müsste man dann eben bekämpfen, zum Beispiel mit einer Hake. Und da, wo die Dämme gemacht wurden, soll es eben dann kein Unkraut geben. Und dadurch sparen wir uns natürlich dann einmal übers Feld fahren. Wobei dann die Frage wiederum ist, wird sich das Ganze dann auch wieder in der Bewertung, in der Feldbewertung auswirken, weil wir ja ein Feld oder beziehungsweise eine Position Unkrautbekämpfung haben. So, also hier tut sich jetzt, so wie es aussieht, noch nichts. 76 hatten wir, glaube ich, vorher auch. Okay, kann es sein, dass er uns ja ein bisschen ärgert? Ach nee, die Kartoffeln sind aus. Okay, sehr schön. Das kann ja spannend werden natürlich, wenn wir so große Felder haben. Da werden wir ja sehr häufig hier nachladen müssen. Mich interessiert jetzt aber Folgendes. Wie sieht denn das jetzt aus, so wie der jetzt hier drüber gefahren ist? Okay. Naja, wir werden sehen, ob dann hier wirklich überall dann die Kartoffeln auch letztendlich wirklich angesät wurden oder ob wir hier jetzt wirklich diese kahlen Stellen haben. Yep. Also ihr seht hier auf unserem Projekt hier Krautschlegel, werden wir auf jeden Fall hier die neuen Feldfrüchte ein bisschen antesten und natürlich auch das Thema Kartoffeln, endlich auch mal die Gelegenheit für mich hier das Grimme-Pack anzutesten. Und Zuckerrüben wird es natürlich auch geben. Und ja, wir werden mit Sicherheit auch, weil wir ja einen Drescher haben, auch mal andere Früchte machen. Aber uns geht es hauptsächlich natürlich um die neuen Feldfrüchte, um die neuen Maschinen, um die neuen Geräte, die wir hier im Wesentlichen ausprobieren wollen. So, dann werde ich hier jetzt mal mit die Kartoffeln auffüllen. Saatgut, Kartoffeln. Macht das einen Unterschied? Na, im Prinzip nicht, weil er schmeißt dann Kartoffeln rein. Ja, und so ist es halt immer auch hilfreich, wenn man sich natürlich mal die Videos der Kollegen anschaut, die da schon ein kleines bisschen weiter sind. Und das werden wir, wie gesagt, dann auch in den nächsten Folgen hier überprüfen, ob das wirklich der Effekt ist, den die Dampfräse hier wirklich bringt. Dass, wenn man mit ihr arbeitet, diesen zusätzlichen Arbeitsgang also durchgeht, dass wir dann aber anschließend eben, zack, jetzt muss ich ja schauen, dass ich nicht wieder falsch abbiege, dass wir dann aber eben anschließend uns die Unkrautbekämpfung sparen. So. Ach, der 76er gehört uns gar nicht. Ja, ja, okay, da bin ich jetzt doch ein bisschen außen rum gefahren. Ja, okay, das heißt, wir werden mit Sicherheit dreimal nachladen müssen, wenn wir das halbe Feld hier machen. So, dann müssen wir schauen, dass wir wieder hier einigermaßen in die Spur reinkommen. Theoretisch, also das ist sowieso jetzt die Frage, wie kommt man jetzt hier wieder vernünftig in die Spur, so, oder? Okay. Also ich lasse ihn einfach mal so laufen, mal schauen, wie das dann am Schluss wirklich aussieht auf dem Feld. Weil hier lässt er jetzt auch schon wieder so ein kleines bisschen hier was stehen. So, jetzt sieht es wieder gut aus. Ah, spannend, spannend, spannend. Ich meine, am Schluss, wenn es nur die Texturen sind, aber es dann so passt. Dann soll es mir ja auch recht sein. So, heute wieder mal furchtbar, furchtbar mit dem Frosch. Den kriegt man nicht los. Entschuldigung.
Jo, ansonsten sind wir ja auch schon wieder fast bei 20 Minuten und die Erkenntnis des Tages, wir lassen uns überraschen, wie es sich mit dieser Dammfräse am Schluss verhält. Ich denke, hier an der Stelle wird es nicht allzu viel bringen, weil das ja ein ganz anderes Paket ist und hier steht auch schon, Unkraut wächst und wir sollen die Hacke nehmen, um dann eben dieses zu bekämpfen. Da gibt es dann eben auch im neuen Paket einige interessante Maschinen, die wir uns dann in der nächsten Folge ansehen. Und ihr wisst ja Bescheid, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr es gut findet, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar da. Und ein Däumchen noch schöner wäre natürlich an dieser Stelle ein Abo. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bringe hier den John Deere wieder zurück auf den Hof und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal, hier auf der wunderschönen Zielonka. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.